Moin Moin Hero Maniacs, ist Ascha und ich begrüße euch am heutigen Donnerstag zu einem neuen Overwatch-Video. Ja Freunde, nachdem ich euch gestern Abend den neuen Venom Soldier 76 Skin vorgestellt habe und ja, liebe Kommentatoren, der Soldier Skin heißt im Original wirklich Venom Soldier, während er in der deutschen Version Neon Cobra Soldier heißt, gibt es am heutigen Morgen aber wirklich den nächsten Skin-Reveal fürs Event. Ja, wie schon vor ein paar Tagen spekuliert, hat Blizzard dabei den nächsten Skin für Tracer enthüllt und das ist ein epischer Skin. Yep, nachdem Tracer seit dem Anniversary 2017 keinen Skin bei den letzten Events mehr bekommen hat, ist es nun endlich wieder soweit und der Skin hört auf den Titel Lightning Tracer. Ja, könnte in meinen Augen, wenn ich mir den so ein bisschen anschaue, auch wirklich ein legendärer Skin sein. Ich bin wirklich ein bisschen überrascht, dass es nur ein epischer Skin ist. Aber das lässt zumindest so ein bisschen die Erwartungshaltung steigern, was Blizzard uns in diesem Jahr als legendäre Skins anbietet, wenn die epischen schon auf diesem Niveau sind. Ich meine ganz ehrlich, schon allein, dass dieser ganze Kopf anders ist, das bin ich jetzt nicht unbedingt von epischen Skins gewohnt. Das ist eher sowas, was Blizzard bei den legendären Skins anstrebt und deswegen finde ich schon ein bisschen überraschend. Ja, als ich den Skin gesehen habe und auch die Victory Pose dazu, denn die Siegespose ist ja ebenfalls neu, wenn mich nicht alles täuscht, dann hat mich das Ganze tatsächlich im ersten Moment und lacht mich aus, aber es hat mich total an Miley Cyrus erinnert. Ich weiß deshalb wirklich nicht, ob das eine bewusste Anspielung ist, gerade mit dieser Siegespose, mit den Haaren. Ich habe echt noch ein bisschen Bilder verglichen. Es hat echt so ein bisschen so ein bisschen was von Miley. Ja, aber vielleicht liegt das auch an mir. Ich muss zugeben, ich finde den Skin wirklich stark. Also ich habe gestern so ein bisschen gemeckert über den Soldier Skin, weil ich den, auch wenn es ja nur ein epischer Skin war, ein bisschen zu basic fand. Auch wenn ich da ja die Maske ziemlich cool fand. Jetzt muss ich sagen, den Skin habe ich gesehen und ich fand den jetzt direkt ein Volltreffer. Also die Farbgebung, der Kopf, es ist sowas komplett anderes und mir ist definitiv bewusst, dass das hier euch wahrscheinlich spalten wird. Also wenn ich in den Kommentarbereich gehe, werde ich wahrscheinlich genauso viele Kommentare finden, die sagen, ey geiler Skin, klasse Kopf und ich werde auf der anderen Seite ganz viele Kommentare lesen, die sagen, oh Gott, geht ja gar nicht. Ja, sagt mir mal, was ihr von haltet. Geht in den Kommentarbereich. Sobald es weitere Skin-Reveals gibt, das könnte heute Abend passieren, werde ich euch natürlich mit neuen Videos darüber informieren. Das war's für den Moment auf jeden Fall und ja, ich bin jetzt wirklich auf eure Meinung zum Lightning Tracer Skin gespannt.